dass der mir jetzt gerade dermaßen den Allerwertesten aufgerissen hat, dieser komische Oktopus-Typ da. Das werde ich mir dann, das werde ich nochmal recherchieren. Unter Käsefelsen, unter den Käsefelsen. Nee, verdammte Scheiße. Wobei ich sagen muss, wenn ich da jetzt wohnen würde und den ganzen Tag diese Neonfarben sehen müsste, nee, also nicht zwingend. Also zum Wohnen mit Sicherheit nicht so der Knaller, aber man darf einfach die Bimbusels hier rumfliegen. Die traue ich dann grundsätzlich schon mal nicht. Habe ich mir sagen lassen. Spring. Das war fantastisch. Und du so? Dich kann ich nicht nehmen. War toll, ich habe mich gerade so gefreut, Mr. Chefkoch Gabel. Der mit seinen Gabeldingern winkt. Willkommen auf der Schmausspitze. Der Ort, an dem kulinarische Träume wahr werden. Heilige Scheiße. Ich würde dir nur allzu gern alles zeigen. Leider steht uns momentan die Brücke bis zum Hals. Die Brühe. Ja gut, wenn hier viel gekocht wird, kommt das wohl schon mal vor, ne? Läuft. Achso, schönes zu erzählen. Ist da, das ist das Suppenhuhn? Der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich unseres Topfs bemächtigt. Und auch noch ausgerechnet dann, als wir einen Nachschlag unseres berühmten Schlemmertopfs zubereiten wollten. Alle hatten sich schon darauf gefreut, sich nochmal ordentlich die Bäuche vollzuschlagen. Hast du dir mal so überlegt, ja? Plötzlich kam ein Vogel und aß euch alles weg. Na gut, dann klettern wir halt erstmal auf eine Paprika. Da muss man dann Prioritäten setzen als Held. Und sagen, pass mal auf, wir gehen bestimmt dahin und finden da dann ja wohl jetzt hoffentlich. Wir haben Besuch. Yoshi ist da. Möchte Hallo sagen. Möchte Yoshi Hallo sagen. Wir bekommen vielleicht gleich einen Yoshi-Besuch. Ist ja nicht fantastisch. Wir müssen alle bereit sein. Sind wir alle ready, Alter? Wir müssen alle ready sein bis zum Gehtnimmer. Ich mache jetzt mal einfach den hier klar. Ja. Guck, guck. Dann machen wir die übelsten Pro-Moves. Ich werde wahrscheinlich noch scheitern, bis wir hinten angekommen sind, aber das gehört dann dazu. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre wegen dieser Katze. Wo ist Katze? Da ist Katze. Ne? Katze wieder weg. Aber wir hatten Katze kurz. Wir hatten Katze kurz zu Besuch. Da muss man im Prinzip bei solchen. Wolfgang Goethe ist auch wieder da. Hi. Da muss man bei solchen Stars muss man dann zufrieden sein. Mit jeder Sekunde, die sie einem schenken. Ja? Also, das ist das, was ich gelernt habe aus dem Zusammenleben mit dieser Katze. Sagte und trat Dosen durch die Gegend. Na gut, dann können wir mal gucken, ob wir was kaufen können. Während unsere Münzzahl vermutlich quasi fast elitär ist. Aber nur fast. Nur umgekehrt, sozusagen. Ja, lass mal gucken, was das denn so schön ist. Wir könnten Clown sein oder Pirat. Wir sind sowas von Pirat, Alter. Also besser wird's nicht mehr. Das ist ja wohl der Knaller. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also Pirat sein, also... Das sind die Träume, die einem Mario Odyssey so, weißt du, verwirklichen lässt. Also damit bin ich glücklich und zufrieden. Also sehr viel glücklicher und zufriedener kann man ja schon gar nicht werden. Ist natürlich jetzt die Frage, kann ich für meine 6 lila Dinger schon mal irgendwas kaufen? Ich schätze mal nicht. Wir werden die ganzen Sachen mit den lila Münzen später noch abklappern, wenn wir davon ein paar mehr haben in den jeweiligen Welten. So zumindest der Plan. Also mal gucken, dass wir die ganzen Welten erstmal nochmal durchgespielt haben und dann mal schauen, was wir danach dann noch so alles einsammeln gehen. Früher war es total einfach, den Berg hochzukommen, aber jetzt ist der Pfad zur Spitze völlig unbrauchbar. Die einzige Möglichkeit, zum Eintopf zu kommen, ist, irgendwas mit Flügeln als Fortbewegungsmittel zu nutzen. Flügel wirst du ja kaum wachsen lassen können, hm? Klar, ich natürlich nicht. Dafür diverse andere Leute, die ich missbrauchen kann als Fortbewegungsmittel. Weißt bitte? Die Molten beschwert sich, weil Yoshi zu früh kam. Vielleicht holen wir später nochmal. Je nachdem, bestimmt. Wenn er dann nochmal Lust hat, in aller Seelenruhe, dann können wir vielleicht nochmal gucken. Aber wir können ja nochmal eine Anfrage starten. Ne? Ich muss sprechen wie ein Pirat. Arr! So. Fertig. So. Können wir mal bitte jetzt irgendwie auf irgendeinen. Dankeschön. So, und jetzt machen wir das hier klar. Dann machen wir das hier klar. So, sag mir nicht, das geht nicht. Läuft doch alles. Also, arr! Und so. Fertig. Meine Darbietung ist quasi beendet. Ich meine, ist ja auch noch nicht der 11.11. Also im Grunde genommen, weißt du, Kostüme und Piraten und so machen wir natürlich dann erst ein Karneval. Sagt er und macht ein Versprechen, dass er definitiv halten möchte. Und dann läuft das. Moment, das sieht aus wie Käse. Das ist fantastisch. Aber hier ist bestimmt auch irgendwas, oder? Das ist ja nicht einfach so hier. Was? Die haben noch. Irgendwas kann man damit doch bestimmt machen. Mit dem ganzen gelben Zeug. Scheinbar nicht. Mal gucken, ob wir das nicht vielleicht später noch irgendwie lernen. Aber so für den Moment ist das scheinbar nicht möglich. Was hast du mir zu erzählen?
Mr. Typ Typington. Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unseren Schlemmer-Eintopf den letzten Pfiff zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es marinieren ist? Ganz einfach. Wir legen es in Salz ein, bevor wir es dem Gericht hinzufügen. Das verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Pfiff. Köstlich. Etwas mehr Pfiff. Ja, dann ist ja alles gut. Moment, ich habe eine Idee. Ich weiß, ich glaube oder schätze mal, ich weiß, wie wir die gelben Sachen kaputt bekommen. Nicht wahr? Indem wir Bratpfannen... wir werfen Bratpfannen. Schüttel zweimal hintereinander zum Werfen und angreifen. Heilige Scheiße. Warum würde man auch keine Bratpfannen werfen? Das ist keine Hammer Bros, sondern Brat... Pfannen Bros, oder? Wie nennt man diese freundlichen Herrschaften? Die kann ich dann nur als... wir mal dabei. Nur als... Was ist denn für eine coole Frisur? Heilige Scheiße. Ist das erste Mal, dass man Hammer Bro ohne Hut sieht? Ist das erste Mal, dass man Hammer Bro ohne Hut sieht? Ich könnte es mir beinahe vorstellen. Ich könnte es mir beinahe vorstellen. Lass mich raten. Oh, dich, genau. Ja. Fantastisch. Das ist natürlich jetzt dann... Im Grunde genommen... Also wenn die jetzt dahergegangen wären und gesagt hätten, pass mal auf, wir haben ja Kill the Plumber schon gespielt, darauf möchte ich jetzt gerade hinaus. Hätten die das damals irgendwie blockiert, würde man jetzt zum Beispiel zumindest wissen, warum. Genau wie die damals, hier hinter, oder was? Genau wie die damals dieses, Another Metroid 2 Remake-Ding offline genommen haben und dann auf einmal plötzlich ein halbes Jahr später bekannt gegeben haben, dass Metroid 2 tatsächlich Remake wird für den 3DS. Also das, da würde man dann jetzt quasi nachträglich verstehen, warum das denn so war, dass sie das eventuell versucht haben, offline zu nehmen, was sie aber nicht getan haben. Ich weiß, das ist im Prinzip alles Makulatur, aber man kann sich ja trotzdem schon mal drüber unterhalten. Heutzutage macht man das doch so oder etwa nicht. Natürlich ist die Frage... Soll ich jetzt einfach hier durchgehen? Hier ist einer versteckt. Ich möchte gerne, dass du stirbst. Das wäre fantastisch. So, das sieht auch fast so aus, als könnte hier noch irgendwas sein. Habe ich jetzt eine eingesammelt oder habe ich das eingebildet? Ich habe jetzt eine eingesammelt, ne? Ich hatte, glaube ich, gerade erst zwei. Ja, ich glaube, das ist so. Ist hier wahrscheinlich noch was drin, wenn ich raten müsste? Dem ist scheinbar nicht so. Besorgt mich etwas, aber gut, für den Moment. Ich möchte gerne nicht zu viel kaputt. Moment, das geht hier noch runter. Ich kann hier runtergehen? Also manchmal reicht mein Vertrauen dann ja doch nicht ganz für das, was die hier so von mir verlangen, aber... Dann fehlt nur noch eine. Das hier sieht irgendwie noch verdächtig aus. Aber ist es nicht? Hier hinten noch? Aha. Nein, nicht da reinfallen. Alles gut. Wir werden das nicht tun. Wir sind kleine, brave... Dankeschön, Hammer Bros. Läuft doch. Okay, haben wir sogar beide direkt gefunden, Alter. Ja, und das... Weißt du, was das Schlimme ist? Wie Bärkäse. Das gibt's ja nicht. Solchen Leuten kann ich nicht vertrauen. Das ist eigentlich schon was Tragisches, dass wir mit einer Bratpfanne Käse kaputt machen. Was ist das denn? Also das ist ja... Also im Prinzip ein Affront. Ein weiterer Affront von Nintendo, natürlich. Also die machen ja nur noch Affronti. Affronti. Nicht so wechseln mit Ice-Tea. Der ist was anderes. Der ist gerüchtensfolge auch ein kleines bisschen erfolgreicher als Affronte. Ich so beschlossen. Kann ich die kaputt machen hier? Nee, kann ich nicht. Aber dich kann ich kaputt machen, wa? Ich kann dich kaputt machen. Aber wie werden wir... Ach, das spawnt einfach neu hier. Sehr befriedigend. Aber wie werden wir das Ding da geöffnet bekommen? Wie werden wir das Ding hier geöffnet bekommen? So scheinbar nicht. Na gut, dann... So, abwechselnd mal nicht mit Gewalt. Okay, dann halt nicht. Dann werden wir unsere Herangehensweise jetzt halt grundlegend ändern und sagen, pass mal auf, wir machen es jetzt mit Strategie und klug. So wie ich es immer tue. Moin, hi. Dankeschön. Nehmen wir auch gerne. Ein paar lecker lila Tomaten, die mit Sicherheit nicht verschimmelt sind, weil sie lila sind. Nee, ist fantastisch. Und das sind keine Bibulse, sondern Pistazien. Ja, dann haben wir ja quasi nochmal Glück gehabt. Dann haben wir ja quasi nochmal Glück gehabt, dass wir quasi in einem Land gelandet sind, in dem nicht einfach Bibusels das Hauptnahrungsmittel Nummer 1 ist. Muss ich mir vorstellen, es gibt irgendwie ein Land auf der Welt, wo die Leute dann in Kanada so viele Bibusels essen wie wir Kartoffeln. Das wäre ja... Könnte ich auch so einladen, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt der Schalter, der das Ding da aktiviert. Allerdings jetzt die Frage... Es ist schön, dass man das überhaupt gar nicht spammt. Aber dafür sind wir Pirat. So, bitteschön. Das macht wahrscheinlich jetzt das Ding auf. Ist korrekt. Gehen wir davon aus, dass das jetzt
Timed ist, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, aber scheinbar ist dem nicht so. Okay, nee, dann wollt ihr auch gar nicht. Ist auch Quatsch, hab ich auch gar nicht gesagt. Ist ja totaler Unsinn. Wer ist den ganzen Käse weg? Wer macht denn sowas? Also, immer diese Gemeinheiten. Nein, das ist keine Gemeinheit. Wie den Käse weg ist, ist keine Gemeinheit. Fall du mir noch in den Rücken. Ach so. Ah, Samu hat gesagt, Nina mit dem Käse und Kitsune hat gesagt, dann isst den alle auf. Ja gut, dann doch, dann haben wir zusammen. Da kann man sich dann quasi drauf einigen. Dass das ganze Level jetzt einfach aufgeht. Pökelplateau. Das Pökelplateau könnte auch schon beinahe aus, und hier kann ich jetzt reingehen, oder? Okay, ich gehe mal davon aus, dass diese Dinger dafür da sind, dass man damit dann sich einen Weg bahnt mit diesen freundlichen Herrschaften hier, ne? Davon gehe ich jetzt mal einfach aus. Wenn ich das jetzt hier so angucke, frage ich mich gerade, ob es nicht direkt sinnvoller wäre, so einen Typ hier zu nehmen. Das reicht nicht, ne? Nee. Ob es nicht direkt einfacher wäre, so einen Typ hier zu nehmen und mit dem dann mal zu gucken, was hier erstmal so geht, weil dann kann ich mich erstmal freier, ein kleines bisschen freier bewegen. Es sieht fast so aus, als müsste ich da Feuer dran machen an diesem Ding, ne? Das war mir zu knapp. Schon wieder so ein Jumpscare. Also, wir klettern erstmal hoch. Wir klettern erstmal hoch, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen und dann mal schauen. Das da oben, schätze ich jetzt mal einfach, ist wieder nur eine Münze, ja? Die ich jetzt raten müsste. So, weggehen, Arsch. Ihn fort mit dir, du Unhold. Das ist fantastisch. Die Gabeln sind auch fantastisch, das war ohne Witz. Ehrlich. Moment. Da muss ich. Nur so machen. Ja, hab ich die so sehr. Jetzt bin ich ein Stein. Ach, ich bin jetzt der Schinken. Willkommen zurück in Breath of the Wild. Ich bin der Schinken. Was ist denn jetzt los? Hi, Huhn. Also ich versuche jetzt auszubrüten. Weil es mich als ein gestorbenes Kind erkennt, oder was? Was? Nee, ist gut. Ich verstehe exakt, was passiert. Ich verstehe auch exakt, was die von mir wollen. Und deswegen lasse ich mich jetzt auch in diese Suppe schmeißen, die überhaupt nicht aussieht wie Milch. Jetzt wird's bizarr. Plötzlich laufen wir dann halt über Porree und Karotten. Ja, genau das, was ich haben wollte. Die komische Vogel nimmt das bestimmt jetzt noch weg. Nein, du fällst jetzt nicht noch in die. Nicht noch in die Milch. Hör mir doch zu. Nein. Geh doch bitte da drauf, du Klempner. So, mach hier. Das ist genau so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dingsbums. Endlich mal was, womit ich kurz identifizieren kann. Danke. Es sind aber so gemein zu mir. Außer diesem Huhn. Das Huhn ist sehr, der Scheiger ist auch da. Hi. Sehr, sehr freundlich zu mir. Und das macht jetzt diesen Wind mit diesen Stümmelflügeln. Verstehe schon. Ist wenigstens ein Schokoladenvulkan. Können wir zumindest das noch irgendwie retten? Kriegen wir das noch irgendwie gerettet? Das wäre fantastisch. Aber irgendwie schwamm. Oh, okay. Schwamm mir Böses. Das wäre schon wieder so spielen. Virtual Reality wäre alles fantastisch. Den Magma-Fall hinauf. Und das möchte ich jetzt machen. Das ist jetzt das, was ich machen möchte, ja? Das ist gut spielen. Ich verstehe schon. Auf der Seite sind auch die Wahnsinn bisher geschleudert. Das ist mein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Plötzlich sind wir einfach in Athen. Wo würde ich auch sonst sein, wenn nicht plötzlich in Athen? Ah, nee, ist gut. Genauso wie erwartet. Alles genauso wie erwartet und gedacht und gehofft. Und du willst mir sowas sein. Oh nein, wenn die Hitze weiterhin so stark ist, wird unser Schlemmertopf im 0, nix ruiniert sein. Wir müssen unbedingt die Temperatur senken. Leider kommt jetzt keiner mehr da hoch. Unser Eintopf wird anbrennen. Willkommen in dem Spiel, in dem wir plötzlich Koch sind. Willkürlicherweise. Allerdings ist natürlich die Frage, wie werden wir da überhaupt hingelangen? Das ist jetzt dann die Frage, weil das. ein wahrer Profi. Ein wahrer Profi. Lass mich da hin. So, danke schön.
Allerdings, weiter in die Frage. Was kannst du... Moment, das schießt mich jetzt bestimmt irgendwo hin, wo ich definitiv hin möchte. Und dann... Moment, ich kann das jetzt steuern, wo mich das hinschießt. Nee, das schießt mich dahin. Flieg, kleiner Padawan, flieg. Alles fantastisch, alles easy. Moment, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Aber gut, ich muss auch nicht immer folgen können. Ich muss nicht immer nur folgen können. Ich kann einfach mal sagen, pass mal auf, wir tun uns jetzt gegenseitig an als Feierbros. Feierbros? Das wäre doch mal ein Bandname für so eine, keine Ahnung, Elektro-Gruppe. So in die Richtung, die Feierbros. Damit kriegst du mit Sicherheit, also erstens mit Sicherheit keine copyright-technischen Probleme und zweitens, ich bin mir ziemlich sicher, dass das absolut fantastisch wäre. Ist jetzt hier irgendwas? Oder ist das jetzt einfach nur zur Zierde hier? Das scheint einfach nur zu Ziel hier zu sein. Ja. Oder nicht? Danke. Der rennt sowieso wieder weg, so dass ich ihn nicht kriege. Der rennt sowieso wieder weg, dass ich ihn nicht kriege. Der rennt sowieso. Wenn ich den jetzt nicht gekriegt hätte, ne, ohne Scheiß. Ich hätte den verklagt, hätte ich ihn. So, bitteschön. Lass mich. Geht hier so? Was ist das? Ist das jetzt ein Gewinnspiel? Eine Lotterie? Ein. Oh, cool. Die alte Musik aus dem Kartenspiel aus Mario Bros. 3, Alter. Heilig Scheiße. Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das von der Brutzler-Ebene aus die ganze Welt erobert hat. Deswegen finden wir es nur hier. 10 Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wär's mit einem Ründchen? Wenn du gewinnst, winkt dir ein Mond. An deiner Stelle würde ich mir diese Chance nicht hingehen lassen. Spielen wir. Okay, also mal schauen, wie das hier so funktioniert. Jackpot kann beginnen. Wirf eine Kopfbedeckung auf gleich... Okay, also der Mond kommt nach dem Herz. Der Mond kommt nach dem Herz, also jetzt. Shit. Noch 2 Monde versehentlich getroffen. Ja, herrlich. Der Mond also nach dem Herz, also jetzt. Dann der Mond nochmal nach dem Herz. Eigentlich wollte ich... eine Münze. Entschuldige mal bitte. Hätte ich jetzt auch normal spielen können einfach? Oder muss ich das Haus jetzt jedes Mal verlassen? Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin mir sicher, das kriegen wir hin, wenn ich das nächste Mal mich halbwegs vernünftig positioniere. Im Vorhinein. Ja, ist ja gut. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Lass uns mal zocken. Lass uns zocken. Geh mir nicht auf den Sack. So, pass auf. Kommen die jetzt immer in derselben Reihenfolge? Es ist immer dieselbe Reihenfolge. Okay. Also. So. Also langsam wie irgendwie. Das ist aber auch nicht sonderlich, also nicht so schnell. Pass auf. Nach dem Herz, also quasi jetzt. Ja. Okay. Und dann nach dem Herz, also quasi jetzt. Ja. Ne. Ach. Ja, ist okay. Kann ich nochmal spielen, bitte? Ist ein Schwein. Ich muss ein bisschen früher werfen. Okay, aber dann funktioniert. Ich muss ein bisschen früher werfen, aber dann funktioniert. Hoffe ich, und dann ist alles gut. Also, wenn das Herz ist, also quasi jetzt. So. Läuft. Also, wenn das Herz ist, also quasi, wenn es... So, guck, wie gut wir sind. Muss ja nur noch 3-mal gut gehen. Muss nur noch 3-mal gut gehen, und dann ist alles fantastisch. Und dann sind wir quasi glücklich und zufrieden mit unserem tollen Mond, habe ich mir sagen lassen. Also, Gerücht zu. So. Wenn das jetzt schief geht, ne? Du wirst es dich nicht wagen. Bin nervös. Das hätte ich jetzt nicht gerne gemacht. Das wird ihn überfordern. Ich gebe dir gleich. Es war hochprofessionell hier. Ja? Im allerhöchsten Maße. Wie sich das gehört und wie wir hier auch gewohnt sind. Ne? Also, Moment. Ich gehe davon aus, dass ich so machen kann und dann die hier einsammeln. So, ne? Läuft doch. Plötzlich eine Sellerieknolle. Na gut, warum wir hier auch keine Sellerieknolle? Das ist die... Moment. Er hätte mir jetzt ruhig mal einen Mond vergeben können. Ja, wie spektakulär das war. Da kannst du einfach sagen, nee, ist kein Mond. Arsch. Was ist denn? Also, das ist ja also sonderlich... Also, das Freundliche ist das ja nicht hier. Ist da oben noch irgendwas? Das sieht beinahe so aus. Also ein Herz. Aber da muss ich jetzt auf jeden von diesen Knubbeln auch noch irgendwas draufwerfen. Nee, Scheiße. Es gibt in diesem Spiel scheinbar wirklich nichts, womit man nicht interagieren kann. Oh, cool. Hashtag Blutenbüll. Immer zugegen. Immer im Herzen. Wird er getragen. Auf der Brust. In der Brust. Und auf der Zunge. Da werden wir unseren Hashtag Blutenbüll für immer tragen. Like und subscribe für die wahrscheinlich 3 Leute, die überhaupt wissen, was das ist. Der Hashtag Blutenbüll. Heilige Scheiße. Der war der war fantastisch.
Ach ey, das war noch die Zeit, oder? Das waren noch die Zeiten, wo wir plötzlich solche Spiele gespielt haben. Und dann Herzen eingesammelt haben über den Hashtag Lootenbild. Muss ich jetzt... Okay, das hat mir jetzt nur angezeigt, dass ich da rein soll, ja? Ich habe soweit, glaube ich, verstanden. Und jetzt soll ich vermutlich irgendwann mal da hochklettern. Vermutlich mit so einem freundlichen Herrn hier. Bleiben die an derselben Stelle? Die bleiben an derselben Stelle, okay. Kann ich mit dem Wasserfall hoch? Nee, kann ich nicht. Komm, aber den... Komm, Entschuldigung? Entschuldigung. Sind noch mehr lila Münzen? Da sind noch mehr lila Münzen. Oder Tomaten. Ja, willkommen zurück auf Rotten Tomatoes auch, ne? Komm mal klar jetzt, bitte. Okay, ich traue nicht. Wenn die jetzt nicht hier gewesen wären, hätte ich jetzt ein Problem gehabt, ne? Wenn die freundlichen Herrschaften jetzt nicht hier gewesen wären, hätte ich ein Problem gehabt. Das war pure Panik. Allerdings, ich muss jetzt wahrscheinlich da reinspringen, ne? Ja. Ob du dich schlecht fühlen musst, wenn du Blutenbild nicht kennst? Nee, ich glaube nicht, nee. Das ist so lange her, ey. Jetzt mal ohne Scheiß. Boah, ey, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sogar beinahe sagen, das war noch 2015. Ohne Scheiß, das ist so lange her. Das war mal irgendwann, war das mal, ich erkläre das mal irgendwann, gerade zwischendurch, das war mal irgendwann in so einem Indie-Spiel namens Pony Island. Das war so ein bisschen mit Hacking zu tun und ein Einhorn und also war ganz komisch. Also im Prinzip Five Nights at Freddy's mit Einhörnern. Und in sehr, sehr viel cooler. Und aus irgendeinem Grund war ich dann der Meinung, dass, ne, warum das so ist, erkläre ich nicht weiter, aber es war in dem Spiel. Das war herrlich. Sagen wir mal, es hat irgendwas, oh Gott, es hat was mit meinem absolut unwerfenden Talent zu tun, wenn es darum geht, Sachen richtig vorzulesen. Damit hat es womöglich was zu tun. Gerüchten zufolge, unbestätigt. So, guck, wir haben sogar aus dem Treffer jetzt noch so einen, haben wir noch einen, selbst einen Angriff gestartet, weil wir so gut sind. Hier, kann ich die auch dingsen hier? Ah ja, klar, ich kann mich daran erinnern, dass das halt so funktioniert. Wo müssen wir hin? Einfach hier so rüber? Ich gehe jetzt mal einfach, dadurch, dass man in dem Spiel irgendwie gefühlt immer gerade auslaufen kann, obwohl man, keine Ahnung, vermutlich besser nicht gerade auslaufen sollte, läuft alles. Gib auf die Plattform da oben, acht. Die überschlagen sich gerne mal. Soll ich das mal tun, ja? Was geht denn hier so Schönes? Ist dann... Aber da sind nur Blöcke. Möchte ich das jetzt riskieren? Nee, ist gut, ey. Hör auf jetzt. Aber was... Ist es wirklich nur für ein paar... Guck, hat sich ja doch gelohnt. Hat sich doch sehr wohl gelohnt, weil wir so gut sind. Ja, müssen wir nur noch... aufpassen... Welche komischen Plattformen er meinte. Die Dinger kann man, also die Stachy-Typen kann man nicht umbringen. Zieh mich zurück und lass los. Ja, wir kennen euch ja mittlerweile. Welche Plattform der jetzt meinte, das ist die Frage. Die hier wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Ah. Was ein Arsch. Alles gut. Nehmen wir dann natürlich gerne so. Du wirst sterben, mein kleiner Freund. Während irgendwer mich scheinbar mit Paprika bewirft. Jetzt weiß ich mal, wie sich der damals angefühlt hat in Super Mario Bros. 2. Jetzt haben wir mal die andere Seite aufgedeckt hier, weißt du? Über Jahre hast du gedacht, ja, wir haben ja alles richtig gemacht. Und jetzt weißt du mal, wie sich das wirklich angefühlt hat. Das war grausam. So, werden wir natürlich nicht mehr tun. Ja, wir sind ja brave kleine Pandas. Wie wir alle wissen, sind wir quasi verpflichtet auch dazu, das zu sein. So, mach du dein Ding. Ich rieche Hitbox-Problem, von denen ich gerade schon hörte. Was war das denn? Okay, nehme ich gerne so hin. Warum würde ich das nicht tun? Pass mal auf, jetzt machen wir den hier klar. Und wenn die sich drehen, machen wir den hier klar. Den einen sammle ich mal einfach ein. Nein, nicht cool. Okay. Nehmen wir erstmal. Kriege ich die von hier aus eingesammelt? Wahrscheinlich nicht. Nee, ist egal. Wir lassen sie erstmal da stehen. Dann haben wir wenigstens noch, gute Argumente, irgendwann nochmal zurückzukehren. Und dann ist alles gut. Für den Fall, dass wir die überhaupt alle einsammeln, wovon ich jetzt mal einfach nicht ausgehe. Die lila Münzen alle einzusammeln, ich weiß nicht, lohnt sich das? Ich weiß nicht, müssen wir mal schauen. Doch zunächst den Typ da. Ich habe das Gefühl, dass wir langsam aber schon, wollte ich gerade sagen, gen Spitze schreiten und dem ist auch so. Natürlich ist die Frage, ob ich das für gut heißen soll. Muss ich jetzt als Lava-Typ gegen den gegen Tantentante kämpfen? Das ist das, was ich jetzt machen soll, ja. Das ist jetzt das, was ich hinkriegen soll, ja. Wenn es weiter nichts ist. Wenn wir jetzt die Frage. Moment, muss ich jetzt unter den Allerwertesten springen?
Bitte sage mir, dass ich hier unter den Allerwertesten springen muss. Das wäre ohne Scheiß, das wäre absolut fantastisch. Muss ich wahrscheinlich irgendwie den Weg abschneiden oder was? Oder was wollt ihr von mir? Ja, wahrscheinlich ist dem so. Und dann. Dann passiert gar nichts. Nee, ist gut. Und jetzt muss ich da hochfahren. Ach du Scheiße, heilig. Gar nicht mal so uncool, oder? Gar nicht mal so uncool. Nicht drauf. Bitte sag mir, dass ich in die Pfütze falle. Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. Die haben sich so ausgetobt mit ihren Bossen in dem Spiel. Das ist Wahnsinn. Auch wenn mir nicht alle davon bisher gefallen haben. Ja, aber es passt schon. Ich finde das wirklich sehr interessant zu sehen, dass sie so viele verschiedene Arten an Bossen auch angebaut haben. Ja, gut, das ist dann halt der Schlüssel dazu, war halt dieses Hut-Gimmick, nicht? Also, das ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Das war wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Na, ich wollte gerade sagen, das muss jetzt aber treffen. Genau so, ja, danke. Da ziehst du quasi deinen Hut vor, nicht wahr? Wahnsinn, zumindest einer. Sagte er und weinte still in sich hinein, Alter. Ich bin ziemlich. Ich ziemlich hübsch finde den Vogel. Also, ich meine, also sagen wir mal zumindest. Also hübsch in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall auffällig, sagen wir mal so. Auch schlechte Publicity ist Publicity. Oder wie Leute. Es gibt keine schlechte Publicity. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich als Medienmensch weiß das natürlich. Hör auf jetzt. So, und dann müssen. Da ist auch noch Plattform. Nee, kann ich nicht zwingend für gut heißen. Ich sehe nicht mal mehr, wo ich bin. Okay. Nee, nicht so mein Fall. Aber nicht so mein Fall, aber es funktioniert. Wir kommen näher. Mühsam ernährt sich das Krutz-Lavachen und dann ist unter seinem komischen Schlabbel-Schlibbel-Schlubbel unter seinem oder ihrem Schnabel dann noch einen roten Schal hat. Fantastisch. Also das sind die Design-Details, die wir brauchen. Auch das als Medienmensch weiß ich natürlich. Ja? Also das. So. Eine Vorlesung über Algorithmik und Datenstrukturen. So fühlt sich das hier an, ja? Danke. Nehme das mal als Kompliment. Hat viel zu gut funktioniert, du bist enttäuscht. Ach, Entschuldigung, Alter. Jetzt sag mir nicht, dass der Wasserboss das Ding jetzt nicht ausgeglichen hat. muss man doch mal mit zufrieden sein. Auch als Peiniger muss man den Hals vorn bekommen. Hab ich mir sagen lassen. Gerüchten zufolge. Manchmal. Ob ihr Wackelnasen haben könnt? Ja, gerne. Bald ist ja der 11.11. Da muss man dann Wackelnasen alle rausholen. Alles klar, dann mal Bowser, bla bla. Was? Jetzt muss ich noch 3 Monde sammeln. Warum auch nicht? Warum würde man auch nie noch 3 Monde sammeln und dann läuft das? Allerdings werden wir das dann erst in der nächsten Episode angehen, meine Damen und Herren. Bis dahin bitte, Like-Button kaputt. Bus, Alter. In den Kommentaren. Wassertyp mit Sicherheit der beste Boss. Warum hat der Ton so gut geklappt? Und wird es noch schlimmere Bosse geben? Vielen lieben Dank, dass du da wartet. Offiziell wegen der Weise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.